Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Need for Speed Underground Let's Play. Ja, in der ersten Folge hatte ich euch gefragt, ob ihr vielleicht die Konsole hier stehen sehen wollt. Da dazu aber nichts in die Kommentare geschrieben wurde, gehe ich mal davon aus, dass ihr die Konsole nicht sehen wollt, die PlayStation 2. Egal ob jetzt hier die fette oder die Slim. Ich spiele gerade mit der Slim. Hier habe ich die Originalkonsole, die Original Sony PlayStation 2. Da könnt ihr sie sehen. Die ist jetzt nicht angeschlossen. Ich habe die Slim angeschlossen. Und mit der Slim spiele ich auch. Und ich würde sagen, genug geredet. Es geht weiter hier mit dem nächsten Rennen. Und das ist in dem Fall ein Drift. Und ich wünsche viel Spaß. Krass, Kid. Das ist abgefahren. Noch ein Überläufer in der Drift-Szene. Zeig mal deine Moves. Ich bin dort und stehe gern quer. Alles klar. Beeindruck die Masse mit Tempo und Style. Mach viele Punkte, um deinen Ruf und Cash zu steigern. Ja, im letzten Video habe ich auch gefragt, ob ihr wollt, dass ich unbedingt diese Sachen hier vorlese. Ich habe es jetzt einfach mal vorgelesen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das unbedingt vorgelesen haben wollt oder wenn euch das egal ist. Ansonsten würde ich die einfach labern lassen und dann auf Mittel weiterdrücken und dann geht das Rennen los. Und so mache ich das jetzt auch. So, mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Der Wagen ist jetzt, ohne dass ich den auf Drift getunt habe, jetzt wahrscheinlich übelst am Driften. Warte mal, wie ging das denn nochmal? Okay, alles klar. Ja. Ich habe das Spiel das letzte Mal durchgespielt, da war das noch aktuell, deswegen ist das hier mehr oder weniger relativ blind. Naja, was heißt blind jetzt nicht, weil man kennt das Spiel halt schon. Ich habe das damals natürlich auch durchgezockt. Aber, ja. Das war gut, ich weiß jetzt gar nicht. Okay, ich werde auf Platz 1 angezeigt. Mal gucken, wenn mir die Punkte nicht gefallen, mache ich das einfach nochmal. Oh, Mist. Er ist einfach so krass am Driften, der Wagen. Und das mit Vollgas. So ein bisschen spielen hier. Ich würde gerne einmal komplett im Drift bleiben. Ach, schon beendet. Guck mal, das war's schon mit dem Drift. Wie viele Punkte habe ich gemacht? 13.931. So, weiter geht's. Glückwunsch, du hast freigeschaltet. Level 1 Vinyl Tier. Alles klar. Und 500 haben wir bekommen. Und ich habe eine Driftstrecke freigeschaltet. Ich starte das Ganze mal neu. Das war ja ganz, relativ kurz gerade. So, mal gucken. Punkte haben wir hier. Dann mal gucken, was wir jetzt gemacht haben. Ja, 14.750. Ja, komm, ist okay. Ah, nein, nicht neu starten. Weiter geht's. Nein, brauchen wir jetzt nicht speichern. Ich habe Autosave ausgemacht. Weil das immer zu lange dauert. So, Rennkarte und jetzt kommt ein Drag-Event. Ich bin Derek, aber Klatsch für meine Freunde. Dich nenne ich Glückspilz, denn du wirst viel Glück brauchen, um mich zu schlagen. Ja, ja, bla bla bla. Die Fakten. 4 Wagen, 4 Spuren. So fährt man Drag-Rennen im Underground-Style. Zeig Klatsch, wer hier das Sagen hat. Alles klar, auf Mittel. Mal gucken, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Wie gesagt, mehr oder weniger blind. Damals natürlich durchgezockt. Zigmal, aber einfach viele, viele, viele Jahre nicht mehr gespielt, das Spiel. So. Mann, früher war das eine geile Grafik und heute muss man gucken, dass man die Strecke sieht. Okay. Nee. Ach, da wird geschaltet. Oh, oh, oh. Was mache ich denn hier? Ey, Auto, krieg dich ein. Fahr doch mal wieder geradeaus. Ach
so, so war das ja. Ach ja, einmal drücken war Spurwechsel, genau. Ah, wo haben wir schon hier? Direkt nochmal. Perfekt geschaltet. Nochmal. Ja, Mann. Sehr nice. So, wieder perfekt geschaltet. So. Der Sieg ist mir bestimmt sicher. Alles klar. Guck, die sind weit vom Schuss. Die kriegen mich auch nicht mehr eingeholt. NOS habe ich nicht. Naja. 194, 95, 196, 197 km/h. Erster geworden. So ist das doch schön. So, was bekommen wir? Wieder 500. Und du hast freigeschaltet. 2003 Mitsubishi Lancer ES. Alles klar, weiter geht's. Nein, ich will immer noch nicht speichern. Direkt wieder Rennkarte. Da waren es nur noch zwei Runden K.O. Alles klar. Auf geht's. Es kommt kein Gequatsche gerade. Der Druck ist hoch. Wer als letzter übrig bleibt, gewinnt diesen runden K.O. am Olympic Square. Ja, Lieblingsstrecke gewesen von mir damals. Und kurzer Fact, Olympic City heißt die Stadt in Need for Speed Underground. Und in Need for Speed Heat gibt es einige Easter Eggs zu Need for Speed Underground und auch andere Need for Speed Spielen. Deswegen hat man immer gesagt, so Need for Speed Heat ist das inoffizielle Need for Speed Underground 3. Aber ich hoffe mal, es wird ein richtiges Need for Speed Underground 3 kommen. Da hätte ich auf jeden Fall mega, mega Bock drauf. Und weiter geht's hier. Runden-K.O. am Olympic Square. Beste Strecke auf jeden Fall. Die habt ihr ja im ersten Let's Play schon gesehen. Ah genau, jetzt ist sie aber andersrum. Genau. Spiegelverkehrte Richtung. So, hier. Windschatten, Windschatten, Windschatten. Schön Punkte einholen. Schön Punkte fahren hier. So, alles klar. Boah, drängel mich weg, du Sack, ey. Mann, Alter. Was soll das denn? Da kann einer nicht fahren. So. Mann. Jetzt ist der erste natürlich so weit weg von uns. Na gut, gegen das Taxi fahren wir natürlich nicht. Der fährt das Rennen nicht mit. Jo, 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 klar. Wo kommt der denn her? Das heißt, wo kommt der denn her? Was soll das? Wieso fahren hier andere Autos? Müssen die hier einkaufen fahren? Wenn wir hier Rennen fahren, muss das sein? Nein, das muss nicht sein, oder? So. Ey, die müssen wir doch einholen hier. Sag mal. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, nee. Komm, jetzt haben wir das Rennen aber verkackt. So, und das Ganze noch einmal. Eben bin ich ja dagegen geballert. Dann mache ich das einfach nochmal neu jetzt. Das Rennen. So, diesmal darauf achten, es sind drei Runden, nicht zwei. Nicht, dass man sich hier vertut. Nicht, dass man nach dem Ziel auf einmal den Controller weglegt und denkt sich so, oh, Mist. Dann kann man das Rennen nämlich direkt neu starten. Das wäre etwas blöd. So, Abkürzung plus 100. Sauberer Abschnitt plus 50. Das ist immer schön. Viele Punkte hier machen. So, hier jetzt wieder schön die Abkürzung nehmen. Ja, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Vorsprung haben wir auch. Ich hatte euch ja im ersten Teil ein paar Fragen gestellt. Würde mich mal interessieren, wie ihr spielen würdet. Würdet ihr mit dem Analog spielen oder würdet ihr mit dem Kreuz spielen, mit dem Steuerkreuz? Ich spiele das aktuell mit dem Steuerkreuz, weil irgendwie komme ich damit besser klar, weil diese alte Analogsteuerung gar nicht so richtig reagiert. Boah, nee, Sprungkamera ist aber, ich hab's gerade schon gesagt, die ist echt ätzend. Ja. Runde 2 wäre dann jetzt auch beendet. Und zwar genau jetzt. So, und jetzt Runde 3.
So, hier wieder darauf achten, dass man die Abkürzung nimmt. Die ich nicht kriege. Das geht doch nicht. Ah, Mist, komm schon. Krieg dich ein. Ah, so schön gefahren, ohne Fahrfehler. Zum Glück habe ich einen kleinen Vorsprung. Aber da sieht man die nächsten schon wieder. Guck mal, guckt euch das an. Einen kleinen Fahrfehler und schon kommen sie wieder angesaust. Jetzt darf ich auf jeden Fall keine Fahrfehler mehr machen. Ich darf mir nichts erlauben. Nicht, dass ich dieses Rennen hier umsonst gefahren bin. Das wäre ja blöd. So. Das klappte super. Weit haben wir es nicht mehr. Jetzt kommt wieder diese blöde Sprungkamera. Nee, doch nicht. Oder war das hier? Okay, alles klar. Dann war ich wahrscheinlich für die Sprungkamera nicht schnell genug. Das stört mich aber nicht. So. Da vorne ist das Ziel. Und komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und ja. Erster geworden. Sehr schön. Mit wie viel einfach Vorsprung? Okay, stand da jetzt gar nicht. 500 wurden gut geschrieben. Du hast freigeschaltet. Olympic Square Rundkurs Reverse. Ja, dann habe ich wohl noch immer noch kein Tuning freigeschaltet. Was ist denn das? Nein, ich will immer noch nicht speichern. Danke. Dann geht es jetzt wieder direkt zur Rennkarte. Anfängerturnier. Zwei Runden. Haben wir da mehrere Strecken oder ist es nur eine Strecke? Ich weiß es nicht. Ja. Du kennst Eddie, oder? TJ hat ein paar Leistungsupgrades für dich. Dann hast du eine halbe Chance gegen ihn. Aha. Ein paar Maulhelden meinen, sie können dich in einer Drei-Rennen-Serie in Downtown schlagen. Lässt du dich drauf ein? Also, drei Rennen direkt hintereinander. Machen wir. Komm. So, auf geht's. Da ist noch ein anderer MX-5. Ach so, die haben beide einen MX-5. Und der ganz außen da, der gelbe, auch ein MX-5. Komplettes Mazda-Rennen hier. Yay. Ey, dreh mich doch nicht weg, du. Sag mal, was ist mit dir denn los? Also, erste Strecke ist Olympic Square. Das ist schon mal gut. Ist ja nicht so, dass wir die Strecke nicht schon gesehen hätten. War ja gerade die gleiche, nur halt im Reverse. Ach, Moment, ich wollte doch die Dings ausmachen. Hier die Sprungkamera. Na, Sprungkamera, weg damit. Die ist so nervig. Gefällt mir gar nicht. Genau, zwei Runden haben wir. Alles klar. Ja, dann mal gucken. So ein kleines Turnier hier. 5000 wäre nicht schlecht. Und danach Leistungsupgrades. Ja, nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? So, hier die Abkürzung fahren. So, dann hätten wir gleich die erste Runde fertig. Ach, Olympic Square geht immer schnell. Oh, Bordstein mitgenommen, ist aber nicht schlimm. Also noch ist das nicht schlimm, ne? Weil wir fahren so langsam. Da fliegen wir noch nicht raus. Später wäre das nicht ganz so geil, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn wir hier irgendwie mit über 300 oder so lang brettern, dann kommt ein Bordstein. Ihr habt ja gerade gesehen, wie der Wagen abgehoben ist. Da kann ich mir vorstellen, dass der Wagen dann auch mal fliegt. Aber ich weiß es nicht mehr. Wir werden es ja sehen im Laufe des Let's Plays. Wenn ihr dabei bleibt, dann werdet ihr das auch sehen. Wenn ihr neu seid, könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren hier, meinen Kanal. Macht die Glocke an, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn das nächste Video verfügbar ist. Könnt mir natürlich auch auf Twitch und Instagram folgen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Der hat mich natürlich jetzt aufgeholt. Der fährt nicht die Abkürzung. Gut, das ist mein Glück. Weil das war gerade gar nicht mal so gut, was ich da verzapft habe. Jetzt darf ich hier keinen Mist machen. Nicht, dass er uns noch überholt. Oh, der ist ganz schön schnell hier unterwegs. Ey. Vergiss es, vergiss es. Ho. Guckt euch das an. Wie knapp. Alter Falter, wie knapp. Aber noch gewonnen. 0,15. Alter. Heftig. Nächstes Rennen. Yes. So. Rennen Nummer 2. Ach, Olympic Square Reverse.
Irgendwie sehen wir hier die ganze Zeit einen Olympic Square am Anfang. Aber egal. Da ist der Silberne, der mich vorhin fast eingeholt hätte. Na komm. So, hier die Abkürzung kriegen. Ah, er nimmt sie auch. Gut, der ist ein bisschen da reingeknallt. Das ist gut. So, hier quer durch. Ja, hub doch nicht. Ich fahre doch nur ein Rennen an dir dran vorbei. Mann, haben wir das Spiel früher geliebt, ey. Mein bester Freund und ich, wir haben das gezockt wie die Bekloppten. Wow. Oh, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh, der hat sich auch gedreht. Alter, hab ich ein Glück. Der da hinter mir hat sich auch gedreht. Geil. Wer ist das? Der Silberne. War ja klar. Bleib mir vom... der Pelle weg, du. Oh nein! Nein! Oh nö! Mach Gas hier! Gib Gummi! Oh nein! Komm schon! Wir sind schon in der zweiten Runde. Oh nein! Letzter Platz ist natürlich gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier... Starte ich dann, wenn du neu, Rennen neu startest, gehen deine bisherigen, diesen Rennen verdienten Zeitpunkte verloren. Ja komm, ich starte das Rennen neu. So, wieder in der zweiten Runde angekommen. Geht's hier auf ein neues und jetzt ein bisschen aufpassen. Ich habe hier einen kleinen Vorsprung rausgeholt. Aber wie man vorhin gesehen hat, kann man den ja schnell verlieren hier, den Vorsprung. Ich spiele es ja nicht auf leicht, ich spiele auf mittel. Der Wagen ist komplett ungetuned. Wir können leider noch kein Leistungstuning hier machen. Und dementsprechend müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Der kleinste Fahrfehler hier kann dafür sorgen, dass wir verlieren. So. Hier jetzt nicht irgendwie in den Gegenverkehr reinrammen oder so. Das hatten wir ja vorhin das Problem. So. Ja, ja, hub du mal. Interessiert mich nicht. Oh. Okay, alles klar. Das sieht gut aus. Da vorne ist das Ziel. Und the winner is Marvin. So, sehr schön. So, zack. Nächstes Rennen. So. Was ist das? Ist das der Sprint? Ich glaube, das müsste der Sprint sein. Nee, nee, ist ein, ist ein Rundkurs. Okay, alles klar. Ey, drängel mich doch nicht so weg. Was ist los mit dir? Ja, okay, da sieht man es auf der Map. Ich sehe das auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, ob ich die Kamera vielleicht irgendwo anders hin mache. Damit ihr die Map sehen könnt. Oder könnt ihr auch sagen, wenn euch die Map egal ist, dann lasse ich das so. Ansonsten kann ich mal gucken, dass ich die vielleicht auch auslasse. Ne? Aber ich dachte halt so, für die Echtheit, damit ihr auch seht, dass ich wirklich hier PlayStation 2 spiele. Für Control. Ah, Mist. Abkürzung verpasst. Ah, komm, krieg dich ein Auto. Mann, so. Wo war ich stehen geblieben? Genau, damit ihr seht, dass ich auch wirklich hier mit PlayStation 2 spiele. Deswegen hatte ich auch gefragt gehabt, ob ihr vielleicht die Konsole sehen wollt. Aber da ja, wie gesagt, nichts kam, bin ich davon ausgegangen, ihr wollt sie nicht sehen. Oh oh. Ja, die Erinnerungen kommen wieder hoch, also... Ach ja, so ein tolles Spiel. Oh. Ah, komm schon, nicht so... Alles klar, komm. Power Slide. Voll am Driften. Ich find's immer witzig, Power Slide. Wer sich das wohl ausgedacht hat. 1 Minute 17 Rekord. Naja. Hey, dieser ganze Verkehr hier, geh weg. Okay, alles klar.
So, quer über die Baustelle hier. So. Geht doch. Alles klar, ey. Ey, so ein Rotz hier. Mist, da ist er an mir vorbei. Ey, so ein... Ach, komm schon. Verzieh dich. Ah, dass ich auch keine Noss habe oder sowas. Was ich hier zünden kann. Komm schon, wenigstens Zweiter werden. Dann müssen wir trotzdem Erster sein. Weil ich war ja zweimal Erster und dann... Ja, gut, der ist im Ziel. Boom. Rennen beendet. Mal gucken. Glückwunsch, Glückwunsch. Ja, Auspuff, Antrieb, Reifenpaket und weiter. Das haben wir geschafft. Sehr nice. Jetzt speichere ich auf jeden Fall mal. Natürlich die vorherigen Daten überschreiben. Was denn sonst? So, speichern erfolgreich. So, Wagen tunen. Jetzt gehen wir natürlich auf Leistung, Motor und Auspuff. Motor aufzurüsten. Diese Optionen verbessern die Motorleistung. Das war mir schon klar. So, hier ist Stufe 1. 7600 haben wir auf dem Konto. Früher haben wir einfach immer auf das Letzte. Ich weiß auch nicht mehr wieso. Egal. Mach ich jetzt einfach so. Zack. Paket 1 ist gekauft. Antrieb. Schaltupgrades bringen dir mehr Power. Neue So. Zack. Reifen. Deine Reifen brauchen neues ja. Profil. Mit besseren Reifen hast du auch mehr Grip. Mit besseren Reifen hast du auch mehr Grip. Oh, So. Und gekauft. Alles klar, jetzt ist der Wagen ein bisschen besser wie vorher. Jetzt gehe ich mal ins Aussehen. Es gibt eine große Auswahl an Upgrades, mit denen dein Wagen so richtig cool wird. Probier es aus. So, was haben wir denn da frei? Die gefällt mir besser. Nehme ich. Also Karosserie. Jetzt kommt noch Heck. So, her damit. Seitenschürzen. Ach, was nehme ich denn da? Egal, ich nehme die. Sind dran. Spoiler. So. Ih, was ist das denn? Nein. Da kommt der drauf. Felgen. Mal gucken, ob wir jetzt was anderes haben. Irgendwas Schönes. NFSU. Nee. Die sind alle so klein, ne? Ah, wobei, die sind schon größer ein bisschen. König. Ach, die sind alle so winzig, die Felgen. Hm. Ach, ich weiß nicht. Ja, die sind schon ganz okay, aber ich behalte erstmal meine drauf, die ich eh schon drauf hatte. Oder warte mal, gibt es ein paar schöne BBS oder so? Nee, ist nichts frei hier. Nur die ersten, die finde ich jetzt nicht ganz so geil. Nein, die Felgen lasse ich erstmal so, wie sie sind. Ich habe den Wagen jetzt erstmal ein bisschen aufgetunt und habe die Optik ein wenig verändert. Das Ganze wird natürlich gespeichert. Und ich würde sagen, das gucken wir uns aber im nächsten Let's Play an, denn das geht schon lang genug. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, ja, dann solltest du mich schleunigst abonnieren, die Glocke anmachen, damit du nichts mehr hiervon verpasst oder von anderen Videos. Folg mir noch auf Instagram und Twitch. Und ja, dann haben wir's. Dann würde ich sagen, bin ich raus und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno.